Hallo Freunde und willkommen zurück in einer neuen Folge Elden Ring. Ich verspreche mich gleich am Anfang. In der letzten Folge waren wir in dieser Gelehrtenstadt, in dieser Magierstadt. Oh, was haben wir denn da? Und ich habe so beim Vampirforst, hört sich gut an, so beim Herumdödeln habe ich etwas gefunden, und zwar einen Zauber, der unsichtbar macht. Dazu muss man einen Turm finden, der unsichtbar ist. Das ist oben am Altus-Plateau, und jetzt brauche ich noch einen Zauberstab, damit das auch wirklich funktioniert. Und den holen wir uns hier. Und zwar unser Begehr müsste, könnte, möchte irgendwo da unten sein. Schauen wir mal. Irgendwo da unten auf jeden Fall. Nämlich der Meteoritenstab. Ein dazugehöriger Zauber. Den gibt es auch da unten. Beziehungsweise noch einen Zauber dazu. Ich glaube, hier bin ich falsch. Sieht nicht so aus wie das, was ich im Training gemacht habe. Sagt einer der Künstler. Schauen wir zuerst zu dem. Ah ne, das ist keiner der Künstler, oder? Bist du einer? Ne, das ist er nicht. Ich hätte mich auch gewundert, wenn da einer die Scharlachbeule malt. So. Schauen wir einfach mal hier runter. Nee, hier war es nicht. Das war aber irgendwo hier unten, das weiß ich noch. Mit Magier habe ich den Stab nämlich gefunden. Wahrscheinlich stehe ich an genau der falschen Stelle. Schauen wir mal. Ja, das muss aber hier sein. Oder habe ich den schon eingesammelt? Kann das sein? Kann ich mir aber fast nicht vorstellen. Im Besitz des Meteoritenstabes wäre. Auf dem Charakter. Nö, habe ich auch nicht. Aber ich glaube, der Schimmersteinstab tut es auch. Aber hier gibt es noch einen Zauber, den ich mitnehmen wollen würde. Was ich empfinde. Aber ich glaube, auch der bleibt mir verwehrt. Nein, ist ja egal. Wir aktivieren auf jeden Fall hier den Punkt der Gnade. Und dann probieren wir mal unseren Unsichtbarkeitszauber aus. Jetzt bin ich gar nicht da. So, weiter geht's. Der Magierstadt. Sonderlich lang hält das aber nicht vor. Kann man so nicht behaupten.
weiß auch nicht, wann oder wie einem der Zauber etwas bringen soll, weil sieht dich halt keiner. Keine Ahnung. Da sind wir bei. Ja, komm, jetzt passt's aber dann. War denn dieser Gnadenpunkt, wo wir hin wollten, sollten? Da schauen wir mal, geht's da irgendwo hin? Aber ich werde jetzt den Punkt der Gnade. Ja, was ist denn los? So aufsuchen und Tag machen, weil bei Nacht ist mir das wirklich zu blöd. So, wir vertreiben die Zeit bis zum Morgen. Dann schauen wir uns jetzt mal um, ob wir da irgendwie irgendwo weiterfinden. Da findet man nur einen Haufen Gegner. Skelette. Ich hasse nichts mehr als Skelette in diesem Spiel. Wegen diesem blöden Wiederaufstehen. Also auch nichts. Da habe ich irgendwie Seelen verbummelt. Wie habe ich denn das geschafft? Ach ja, indem man auf einem Baum stirbt. Beziehungsweise in der Spalte. So, waren sogar noch da. Sieh dir was an. So, wie geht's jetzt weiter? Große Frage. Ich vermute, dass es jetzt nicht unbedingt mit diesem Wurzelgeflecht zu tun hat. Oder Geflechten. Sondern dass die Antwort direkt noch in der Stadt liegt. Wir eventuell darüber müssen. Hey! Spinnst du? Irgendwo in der Stadt wurde ein Siegel gebrochen. Na, sieh mal einen an. Oh. Zack. Und schon haben wir das nächste Item. Stab des Verlusts. Na, jetzt hätten wir einen Stab. Hallo. So, jetzt brauchen wir nur finden, wo dieses Siegel gebrochen wurde. Da vorne auf jeden Fall nicht. Da gibt es nur noch eine Möglichkeit und die ist ganz draußen.
irgendwie verlaufe ich mich nach Herzenslust. Da geht auch so eine schöne Wurzel. Ah, jetzt ist da. Oh, da geht schon zum Boss. Naja, dann klatschen wir den Boss. Doch, Schwertkämpfer und Nox Mönch. Machen kaputt. Oh, mit dir habe ich angefangen. Die machen wir auch weiter. Oh, ausgeduchst. Fließendes Nox-Schwert. Ich muss mich da mal anders hinsetzen. Ich mache jetzt eine tolle Figur mit den Kabeln verheddert. So, gibt's hier sonst noch was? Eigentlich nicht, ne? Ist Bossraum. Mein Kater randaliert hier. So, hier gibt's noch eine Truhe. Zusatz-Schimmersteinstab. Ja, jetzt etwa zwei Stäbe noch mehr. Und ich denke, das ist es hier auch gewesen. Nach dem einen Raum, da suche ich jetzt auch nicht mehr. X. So, wo gehen wir als nächstes hin? Heli, die ist ja groß. Und wir haben gerade mal einen Fingerhut davon gesehen. Festung Gel waren wir schon. Kathedrale der Drachenkommunion könnten wir auch hingehen. Wir haben ja wieder eine neue Saat. Ja, ansonsten bleibt nicht sehr viel übrig. Ja, ich denke, da bleibt uns nicht sehr viel anderes übrig, als dass wir zurückgehen hierauf und uns ein bisschen hier weiter beschäftigen. Und eventuell nach den beiden Idioten da suchen. Schauen wir mal, ob die bei der Götterbrücke eventuell sind. Mir wurde gesagt, dass es hier noch nicht das Ende ist in dieser Hauptstadt, was mich sehr freut. Aber es gibt auch noch eine Menge zu erkunden. Nö, hier scheint keiner von den beiden zu sein. Aber meint ihr, dass es da vielleicht runtergehen würde? Ich weiß ja nicht. Glaube ich aber nicht. Und es soll auch noch zwei Bosse hier geben, in der Umgebung. Aber da muss ich doch irgendwie von außen rein können, oder? Schauen wir einfach mal. Allzu viel geschafft haben wir in der Folge nämlich noch nicht. Ich würde mal sagen, wir schauen jetzt mal, was das da ist. Ich will einen Marker setzen, bitte. Danke. Hier gibt es auf jeden Fall schon mal ein Lager. Kommen wir auf jeden Fall rein. Oh! Hallo? Haben wir direkt eine Herausforderung gekriegt?
Wow, 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 beruhig dich, beruhig dich. Ey! Ja komm, jetzt ist genug. Wieso denn? Da! Bist du nicht mal mehr am Boss, das ist ja traurig schon. Oh, der hat mich voll erwischt. So, aber das war's auch schon für dich. Aber, oh, er hinterlässt der goldene Saat, das ist schön. Das da oben sind Ruinen. Da könnten wir fündig werden. Das sieht ein bisschen nach Kirche aus, das könnten Heilige drinnen sein. Topftypen sind hier auch unterwegs. Handbuch des Missionars, nicht schlecht. Ein neuer Wegpunkt, auch nicht schlecht. Siegel der Goldenen Ordnung. Das hört sich jetzt interessant an. Das war bei den Waffen. Moment. Da. Verstärkt Anrufungen der Fundamentalisten. Okay, na das ist doch nicht ganz so mega. Ich hätte lieber eine heilige Träne gehabt. So, das war unsere Markierung, denke ich mal. Ja. So, weiter geht's. Vielleicht geht's ja irgendwo an der Seite noch rein. Denke ich aber eher nicht. Auf jeden Fall gehe ich jetzt mal zum Gnadenpunkt und setze meine Dingens zurück, meine Flakos. Goldene Saaten habe ich glaube ich jetzt 3, also fehlen da noch einige. 2 Stück brauche ich noch, um wieder einen Flakon machen zu können. Dann schauen wir mal, ob wir da jetzt irgendwie reinkommen. Da oben sieht es so aus, als wenn offen wäre.
Ups. Ja, wer bist denn du? Ach, Margit! Margit ist zurück. Moveset hat sich ein bisschen geändert. Du packst den Hammer schneller weg. Oh, ist der jetzt leichter? Oh! Smaragd? Okay. Bernstein mit Anio plus 1. Das war nur so ein Typi. Margit! Na, sowas aber auch. Ich glaube, hier reite ich gerade raus, anstatt rein. Jo. Das sind diese Katapulte, die auf mich geschossen haben. Aber was man alles finden kann, wenn man sie, wenn man nur ein bisschen herumreitet. Zum Beispiel eine Margit. Oh, eine goldene Rune plus 9. Sind schon einiges wert. Oh, was sehe ich denn da? Eine neue Fähigkeit. Komm, steig von deinem Gaul ab. Blitzschnitt. Ey, ihr bringt mich jetzt nicht um. Oh, aufgeräumt hier. Na Leute, ich werde zu unserem alten Punkt gehen und da werden wir unsere Folge beenden. So, hier sind wir wieder in der Hauptstadt und in der nächsten Folge machen wir mit unserer Erkundung der Hauptstadt weiter und wir werden auch die beiden Kollegen hier mit Sicherheit noch finden. Hier über die Hauptstraße, denke ich mal, kommen wir ganz gut dahin und ich sage dann schon mal so lang Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.